So, neue Folge, neues Glück. Heute werden wir uns erstmal um die Hauptmission mit der neuen Prüfung kümmern. Die wir in der letzten Ruhe, die wir in der letzten Folge schon angesprochen hatten. Da werden wir jetzt mal schauen, dass wir direkt rübergehen. Weltkarte, wir haben hier noch. Haben wir hier noch irgendwelche Sachen offen? Was ist das hier eigentlich nochmal? Ort der alten Magie. Anschwellender Malter Magier. Warum? Was wir daraus gewinnen, weiß ich nicht. Ich guck gerade mal so eine Nebenmission. Hier haben wir noch eine. Okay. Hier haben wir noch eine. Und hier haben wir noch. Aber hier unten ist halt eher so das Gebiet für High Level. Deswegen werden wir das erst später machen. Hogsmeade. Haben wir hier noch. Hier haben wir noch eine Quest über. Aber wir werden jetzt erst einmal Hauptquest machen. Damit wir ein bisschen weiterkommen. Erkunde Charles Rookwood Schloss. Machen wir. Müssen wir erstmal rübergehen. Nach da drüben. Da können wir hinporten. Das ist gar kein Thema. So, meine Ausrüstung hatte ich jetzt auch angepasst. Ich habe außerhalb des Videos ein paar Kisten gefarmt. Das funktioniert, wenn ihr zum Beispiel hier auf diese roten Schlösser geht, wo wir jetzt gerade sind. Da sind 2 von 2 Truhen, steht ja da. Rechts unten jetzt Sammlung Truhen, 2 von 2. Am besten speichert ihr das, ihr tötet erstmal alle, speichert vor der Kiste, öffnet die beiden Kisten. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr halt das Gear-Item raus, was ihr braucht. Und wenn nicht, ladet das Spiel einfach neu und öffnet erneut und ihr kriegt die Trades halt irgendwann raus. Trades sind hier jetzt Eigenschaftenplätze. Platzwunde 3 habe ich überall drauf. Findo. Das ist der maximalsten Damage raushaut. Also jetzt, wenn es jetzt nicht knallt, dann weiß ich auch nicht. Mehr kann ich da auch nicht mehr machen. Außer halt noch bessere Ausrüstung natürlich. Aber ja, wir werden mal sehen, wie viel Damage das jetzt wirklich raushaut. So, ich hatte recht Glück. Ich musste, glaube ich, einmal oder zweimal neu laden. Dann hatte ich aus der Kiste schon Platzwunde 3, dass Defindo den maximalsten Damage raushaut. Deswegen Glück gehabt. Schauen wir mal. Dann haben wir Crucio noch. Den haben wir auch noch nicht getestet, den Zauber. Da müssen wir auch noch mal schauen. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Ah ja. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Gehen wir. Also, rein theoretisch müsste die Findo jetzt dicken Damage knallen. Haben wir Gegners? Ich meine, wait a minute. Ja, wir gehen jetzt hier rein ins Lager. Das habe ich halt jetzt gerade eben schon ausgeräuchert. Die Frage ist, ob die respawned sind. Wenn sie respawned sind, kein Problem. Hauen wir sie weg. Ich befürchte aber nicht. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Wer ist denn hier? Hallöchen. Was guckst du so grimmig? So. Oh ja, 1300 Damage. Da oben. Haut Defindo raus. Wie da oben kommen wir rein? Ach, hier meinst du? Wait a minute. Let me. Wingardium Leviosa. Let me hinstellen das dahin. Ja doch, wir haben hier Gegners drin, habe ich gerade gesehen. 2 Stück Minimum. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land unterhältst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Renrock ist auch hier. Das Kind nicht, und Victor Rook wird auch geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe.
Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich ja, auch gehört. Ja, er weiß von den Hütern. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Ins Schloss. Oh shit. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Wie wär's, wenn du der Maul hältst? So. Kuzio macht ja fast gar keinen Damage. Ich werde ihn. Kuzio macht fast gar kein Damage, also. Hey! Da oben! Kommt noch mehr hier! Ihr kleinen Lümmel! Also hier sind eigentlich normalerweise die Kisten. Genau, hier ist eine. Die habe ich jetzt schon geöffnet eben. Da kriegt ihr halt diese Eigenschaften für die Kleidung raus. Ja. Speichert Feuer ab. Öffnet die Kiste. Wenn ihr die Eigenschaft nicht rauskriegt, die ihr braucht oder wollt, einfach neu laden. Und tada. Schon kriegt ihr eine neue raus. Bis ihr dann die habt, die ihr wollt. Oh. Aui. Kommt der denn hier da unten? Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Was ist das denn da hinten? Ist das ein Spiegel? Es riecht nach Depulso, richtig. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Please. Hätte ich hier nicht reingeduft? Doch. Okay, ich verstehe. Damit ziehen wir beide Türen auf. Oder nicht? Das hat es. Ah, wir haben drei hier. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. So, jetzt die Tür offen hier. So. Betreten. Let's go. Schade, dass Kuzio nicht so viel Damage macht. Aber ja, es vergiftet, glaube ich, die Leute auch ein bisschen, ne? Habe ich das Gefühl. Lumos. Revelio. Lumos. Wo ist denn hier Professor? Koboldspuren. Fick. Sie sind uns einen Schritt voraus.
folgen wir ihnen. Ist er unsichtbar? Besoffic ist unsichtbar. Weiß ich jetzt nicht. Rebellion. Lumos. Lumos! Da ist er. Er hat sich unsichtbar gemacht. Der Magievorrat und die Quelle. Rebellion. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Da ist das Porträt, aber erstmal die Kiste öffnen. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Mir noch was? Nö. Okay. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten. Und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein. Es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Sagen Natürlich. Sie mir einfach, wo ich Let's hin go. Muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Oh nein. Tschüss, Professor. Fick? Verbinde dich mit der alten Magie. Ach, oder das? Lala. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich Aber? Erwarte Sie in der Kartenkammer. Alles klar, Professor. Beginnen wir mal die Prüfung, hä? Revelio. Lumos. Die zweite Prüfung. Okay, wir werden kurz speichern. Vorsichtshalber. Wer weiß, was uns erwartet. Abgeschlossen. Let's go. Diese Schals, wo kurz Prüfung ab. Rebellion. Konfliktum. Machen wir das. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, oder? Rebellion. Haben wir unten irgendwas? Nee. Da müssen wir wahrscheinlich hoch, hä? Ah, hier ist die alte Magie. Da geht's weiter, aber ich verstehe, wir müssen erst. Konfringo! Sollen wir hier durchgehen? Lumos! Reparo! Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. No. Oder auch nicht. Jetzt kommen wir da hoch. Ob das jetzt so gedacht war? Also irgendwie kam es ein bisschen komisch vor, aber... Aber wir nehmen es einfach mal so. Hat sich zumindest nicht richtig angefühlt.
Privilegium. Oh, das fühlt sich auch nicht so richtig an. Wir müssen hier hoch eigentlich. Oder? Ah, wait a minute. Was haben wir denn hier hinten? Lumos. Repar. Vigadium Leviosa. Nee. Depends. Depulso. Revelio. Kommen wir. Ah, wir kommen hier durch. Theoretisch. Depulso. Rein theoretisch kommen wir hier so hin. Aber erstmal eine Truhe. Weiß nicht genau, was das hier auf sich hat, aber ja. Vielleicht brauchen wir das gleich noch. Was ist hier? Base? Lumos. Vigadium Leviosa. Auch nicht. Okay. Leviosa. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Ja, aber kann ich sie denn verschieben? Lumos. Vigadium Leviosa. Depulso. So nicht. Wait a minute. Oh. Vigadium Leviosa. Lumos. Vigadium Leviosa. Nee, wir sind falsch, oder? Leviosa. Lässt sich dieser Torbogen irgendwie verschieben? Ja, bestimmt lässt er sich verschieben. Die Frage ist nur... Revelio. Was hat das hiermit auf sich? Leviosa. Ich bin gerade, glaube ich, zu blöde, oder? Ich glaube, wir stellen uns hier zu blöde an. Incendium. Contrigo. Accio. Incendium. Depulso. Lazio. Mm. Vigadium Leviosa.
Wingardium Leviosa. Halt. Das Ding auch nicht mehr hoch. Er hat's ja doch was hier vorne mit zu tun. Leviosa. Lumos. Bin zu blöde, oder? Stelle ich mich zu blöde an gerade? Mein Finger ist jetzt auch nicht mehr zurückgesetzt, glaube ich. Das ist das Problem. Ja, ne? Ach. Hä, wir haben doch die ganze Zeit dagegen geballert. Jetzt? Ah, wir haben den Würf. Warte mal. Können wir jetzt? Ja. Jetzt funktioniert's. Wenn wir jetzt einfach hier nochmal gegenballern. Aha. Wait a minute. Jetzt müssen wir mal kurz was abchecken hier. Haben wir nicht eben auch schon hier hinten gegen geballert? Und da ist gar nichts passiert? Okay. Verstehe. So. Warum wir jetzt da den Würfel hatten, weiß ich nicht genau. Aber ja, jetzt kommen wir hier drüber. Jetzt. Wait a minute. Noch hier den Würfel. Was ist, wenn wir das jetzt hier hinschieben? Oh. Hier hinschieben. Jetzt darüber jumpen. Da haben wir nämlich auch die Kiste. Theoretisch hätten wir sogar noch den anderen Würfel da drüben holen können. Aber so geht's ja auch. So, auf der anderen Seite war ja nichts an Kiste, von daher. Oh, das sieht nach Gegnerz aus. Das sieht auf jeden Fall nach einem Gegnerz aus hier. Hallo? Natürlich. Oh, wow, wow. Kruzio. Ja, aber Defendo ist ja so stark. Indem wir da jetzt hier die ganzen Kleidungsstücke dafür präpariert haben. Da knallt der Damage ja richtig rein. Ne? So, hier haben wir wieder dunkle Magie. Okay. Wir kommen nicht rüber. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Ist das hier eine Statue? Okay. Einfach drehen. Und drehen. Haben wir noch einen? Hier unten haben wir einen Würfel. Wingardium Leviosa. Oder ist das eine Kiste? Das ist eine Kiste, ne? Kiste, Würfel. Wingardium Leviosa. Lumos.
Vielleicht muss ich die Markierung an der Wand gegenüber treffen. So habe ich vorher schon Torbögen verschoben. Aber, ey. Jetzt ist vor allem... Er moved ja die ganze Zeit nach... Ach, jetzt haben wir es doch auf mir, hä? Okay. Dann nehmen wir es mit. Habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt, aber ist okay. Hier haben wir wieder dunkle Magie. Oh, oh, oh. Schon wieder so Pfeiler hier. Pfeiler, hier dreht sich was. Und da haben wir einen Gegner. Weg mit ihm. Frechdachs, Alter. Was? Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Ui. Oh, blöde Sau. Okay. Jetzt haben wir ihn. Ah. Ein unsichtbarer Gegner. So. Jetzt können wir doch hier die Säule mal bewegen, hä? Um. Naja, hier drauf zu kommen, würde ich sagen. So sollte das passen. Wir jetzt hier durchgehen. Ah, ne, wir müssen andersrum. Oh. Jetzt kann er da nicht hochjumpen. Ja. Komme ich da natürlich so nicht hoch, ne? So. Wait a minute. So. Jetzt haben wir die Säule. Das jetzt drehen. Oh. Da auch nicht hoch. Nee. So ist falsch. Ich glaube, wir müssen den erstmal hier vorne hinstellen. Wenn wir das dann jetzt drehen. Nee. Umdrehen. Bin ich gerade so blöde oder? Buffy ist einfach nicht hier. Bin zu blöde, oder? Also. Kickt er mich halt raus. Okay, wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir setzen den hier einmal hier hoch. Jetzt schon drauf sogar? Hopp. Ne, kommen wir noch nicht. Okay. Dann gehen wir zurück.
Nee, der war falsch. Och. Bin gerade zu blöd anscheinend. Leviosa! Lumos! Wingardium Leviosa! Ich seh es nicht. Ich sehe das große Ganze gerade nicht. Lumos! Da kann ich den Würfel hier durchschieben. Bringt ja nichts, wenn ich ihn da durchschiebe. Leviosa! Du Scheißwürfel! Ja, Freunde. So. Jetzt ist natürlich der Würfel weg. Kriegen wir den wieder? Oder müssen wir restarten? Bei unserem Glück. Scheiße. Okay, wir können restarten, ja? Nice. Also, wir haben jetzt hier... Also das ist eigentlich richtig, dass der da steht. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt hier einmal durchgehen. Jetzt hier nochmal durchgehen. Ändert sich nichts. Was ist, wenn wir... Das jetzt hier durchschieben. Das hier gar nichts. Okay, okay, okay. Was ist, wenn wir den jetzt nochmal hier durchschieben? Jetzt wird ein Schuh draus. Aha. Ich verstehe. Jetzt wird ein Schuh draus. Wait a minute. Nein, nicht Levioso. So. Wenn wir den jetzt hier hinstellen. Und. Das jetzt drehen. Ah, geht doch. Eieiei. Haben wir uns aber wieder blöd angestellt. Die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. Das ist richtig, vielleicht. Jetzt drehen wir uns mich rum und jumpen hier rüber. Also, das hat ein bisschen gedauert. Sorry, Freunde. Ich meine, wir waren schon einmal auf dem richtigen Weg, dass wir den Würfel da durchgeschoben haben. Aber danach war ich irgendwie komplett verwirrt, was da passiert, also. Rebellion. Ja. Deswegen musste ich mich gerade mal sammeln. Oh, sorry. Musste ich mich gerade einmal sammeln und ja, jetzt haben wir es ja. So, wir kamen hier raus. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Weiter geht's. Also an sich einfach, aber auch irgendwie nicht, ne? Damit markieren wir ihn. Ne? Aber wenn wir ihn markiert haben, keine Ahnung, was dann. Okay. Gehen wir einfach mal weiter. Das hier kommt mir irgendwie bekannt vor.
Bin nicht mehr tragen, ja dann. Öffne den Hobel. Ja, mit der Truhe. Powertränke. Also jede Menge Tränke. Das bedeutet ja, dass wir die wahrscheinlich jetzt brauchen werden, hä? Wir laufen hier durch. Da müssen wir den sehen. Ah, wir müssen hier nochmal durch, damit wir den Gegner sehen. Oh. Oh, 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 das war ein Leck. Oh, was leckt's denn hier so? Ja, gut. War gar nicht mal so schwer. Dadurch, dass wir die ganze Zauberung auf unsere Kleidung haben, ging das relativ schnell sogar. Ach ja, Jemine. Ging ein bisschen zu schnell wahrscheinlich. Soll wahrscheinlich nicht so sein, aber ja, dafür grinden wir halt, ne? Haben wir hier noch irgendwas? Truhe oder so? Nö. Doch hier. Let's go. Dann schauen wir uns mal das Denkarium an hier. Denkarium, ja. Die Erinnerung. Warum es auch gerade immer geleckt hatte. Jetzt aber immer noch gerade so minimal. Komisch, komisch. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Ich auch. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was soll das denn werden, hä? Wenn's fertig ist. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Bitte. Aber so können wir doch Anne helfen, oder? Beende die Prüfung von Chance Rookwood. Hat er noch mehr hier, oder was? Die Kartenkammer. Nö. Sprich mit Percy. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück.
Das ist richtig. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Ulala. Hallöchen. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolviert. Ist das so? Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Natürlich tun wir das. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Das tue ich. Sisi. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Tüdelü. Oh, wo sind wir jetzt? Hogwarts. Im Winter. Wonderbra. Ja, ich würde sagen, das war die zweite Prüfung. Also wenn ich sagen würde, war jetzt nicht so schwer, dann wäre es gelogen. Weil wir haben ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was Phase ist. Wenn man es erstmal raus hat, ist der Dreh natürlich einfach, aber... ja, es gibt Schlimmeres, aber auch Einfacheres, ne? Deswegen sage ich, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge... Lati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ja. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Okay. Können wir uns bald treffen? Natürlich. Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Cool. Schön, dass du mir da reinredest. Es reicht. So, danke fürs Reinschauen. In der nächsten Folge werden wir ein paar Nebenmissionen auf jeden Fall absolvieren, die wir jetzt gerade auch schon reinbekommen haben. Ja. Dann let's go. Tüdelü. Ting, det mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.